Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 29.07.2022. Bei uns ist heute der letzte Schul- und Kindergartentag vor den Sommerferien. Wir sind ja hier in Bayern so, ich glaube, ziemlich die Letzten. Ich glaube, wir sind sogar die Letzten. Ich habe mir jetzt hier noch einen Kaffee gemacht und werde die Zeit bis 11 Uhr nutzen, um noch ein, zwei Videos abzudrehen. Vielleicht wisst ihr schon, um was es geht, denn wir starten ja am Montag in eine komplett neue Saison. Das heißt, wir gehen von Frühling, Sommer in Herbst, Winter. Und ich möchte mit euch zusammen heute unsere 10 neuen Düfte einmal durchgehen, einmal schnuppern. Habe ich alles noch nicht getan. Die sind noch original verschlossen. Ich bin sehr spät dran diesen Monat, wobei meine ersten Päckchen, meine ersten Schnupperpäckchen schon rausgegangen sind. Ich habe das Ganze erklärt in dem Video, wo es um die Vorbereitung der neuen Saison ging. Und zwar arbeite ich ja diesen Monat bzw. diesen Saisonwechsel viel mit diesen... Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Viel mit diesen Bögen, mit diesen Aufklebern. Und da kann man auch eben rubbeln und riechen. Und drei von den Bars hatte ich schon durch unser Incentive Kit. SFR Kit, Sensi Family Reunion. Das sind so interne Sachen. Also das müssen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Fakt ist, von diesen 10 Düften hatte ich schon 3 da. Die konnte ich zu Pröbchen verarbeiten und habe mit den Stickern gearbeitet. Und heute ist es aber soweit, dass wir einfach die Düfte einmal zusammen schnuppern. Und dann werde ich... aus den 10 Bars, aus den 10 Düften dann die Pröbchen herstellen. Genau. Die Düfte sind alle ab 1.8. erhältlich auf meiner Webseite. Die könnt ihr wie immer auch in den üblichen Sparkombis bestellen. Das heißt entweder als 3er-Set oder als 6er-Set und könnt hier immer ein bisschen sparen. Also guckt da auf jeden Fall auch immer, wenn ihr was bestellen möchtet, unter der Kategorie Sonderangebote kombinieren und sparen. Und da ist es wirklich so, dass ihr fast bei jedem Produkt ein bisschen Geld sparen könnt. Also man muss da wirklich ein bisschen schauen. Und wenn ihr euch wirklich nicht zurechtfindet oder Hilfe braucht oder eine Beratung braucht, dann könnt ihr mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Die findet ihr in der Infobox. Genau. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und ich möchte mit den Düften anfangen, die ich schon kenne, weil ich mich von den anderen noch ein bisschen überraschen lassen will. Und zwar sind es die drei, die ich eben schon vorab zu Hause hatte und auch schon warm gerochen habe, schon Pröbchen gegossen habe. Wir schnuppern jetzt aber trotzdem nochmal zusammen. Von den dreien, die fand ich wirklich sehr gut, also die gefallen mir wirklich gut. Ich muss dazu sagen, Winterdüfte, das ist bei mir immer so eine Sache. Also ich bin von den Düften her, bin ich eigentlich ein absoluter Sommerfan und ich liebe es, jetzt auch bei diesen warmen Temperaturen meine Lampen anzuhaben. Also ich mag diese fruchtigen Zitrusdüfte total gern und ich mag zum Beispiel keinen Zimt. Also sowas geht bei mir gar nicht, so würzige Düfte. Und ich weiß, ganz, ganz viele freuen sich da jetzt schon drauf, dass die wieder erhältlich sind. Und auch ich freue mich auf die gemütlichen Düfte, die dann natürlich gerade zur Herbstzeit, wenn es jetzt draußen stürmisch ist und regnet und man hat wieder alles gemütlich und schön dekoriert. Also da freue ich mich auch wirklich schon sehr drauf. Aber ich sage jetzt mal, von der Prozentzahl an Düften, die mir gefallen, ist der Sommer bei mir deutlich besser wie der Winter. Also ich bin gespannt und ich bin da auch ganz ehrlich zu euch. Aber man muss auch sagen, das Duftempfinden, ich habe das schon ganz, ganz oft gesagt, ist einfach total verschieden. Total. Also da muss man sich einfach selbst seine Meinung bilden. Und ihr habt auch immer die Möglichkeit, bei mir die Düfte zu schnuppern. Das heißt, ihr könnt euch entweder eine komplette Dufttestertasche bei mir ausleihen und könnt euch durchs komplette Sortiment schnuppern. Oder ihr bekommt eben ein Schnupperpäckchen, zum Beispiel jetzt mit den Duftneuheiten. Also das ist alles möglich, dass ihr euch da auch einen Eindruck machen könnt. Genau. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar nehmen wir den Duft Perfect Day. Also Perfect, Perfect Day. Das ist so ein bisschen so eine Wortspielerei.
Und das ist jetzt schon, also das ist schon ein Duft, der würzig ist. Also er hat eine würzige Note und ich habe sofort die Birne rausgerochen. Aber jetzt nicht, wie man sich es jetzt vorstellt, so eine sommerliche, leckere Birne, sondern wirklich herbstlich. Gibt's Herbstbirnen? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber ich stelle mir den Duft sehr gut vor, wenn man eben so einen stürmischen Tag draußen hat und man möchte sich ein bisschen die Gemütlichkeit ins Haus holen. Also er ist nicht schlecht. Ne? Es wäre jetzt kein Favoritenduft von mir, aber ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Ich lese euch mal die Duftbeschreibung vor. Herbst. Oh, hier steht sogar. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe schon die ganzen Zettel beklebt, aber ich habe mir keine Duftbeschreibungen durchgelesen. Ich habe wirklich nur die Aufkleber draufgeklebt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe die auswendig gelernt und frage jetzt nach einer Herbstbirne. Also ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste nicht, dass es eine Herbstbirne gibt. Vielleicht nennt man es auch so. Auf jeden Fall, Duftbeschreibung: Herbstbirne gemischt mit würzigem Sirup und einem kräftigen Spritzer Bourbon. Ja, also es ist auch ein bisschen herb. Es hat so was Herbes. Aber der ist, wie gesagt, nicht schlecht. Und ich finde den im warmen Zustand auch wirklich angenehm. Das erzähle ich auch immer. Es ist ja so, wenn die Düfte erwärmt werden, dann wird der komplette Duft erst richtig freigesetzt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Düfte warm werden und dann habt ihr einen vollkommen anderen Duft. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber der Wachs ist ja sozusagen der Träger. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Und in diesem Wachs ist dieses komplette Duftöl eben eingearbeitet. Und wenn das dann erwärmt wird, setzt sich dieser komplette Duft eben frei und man nimmt den im warmen Zustand noch ein bisschen ja, intensiver, besser wahr. Und da fand ich ihn wirklich sehr angenehm. Also Nummer 1, Perfect Day. So, dann haben wir Black Currant and Plum. Auch den hatte ich ja, wie gesagt, schon. Der ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr meine Richtung, weil man hier einfach diese Pflaume wahrnimmt und es ein bisschen in die fruchtige Richtung geht, aber jetzt eben nicht wie unsere Sommerdüfte, sondern in die warme, fruchtige Richtung. Ich muss manchmal selber lachen, wie ich dann versuche, die Düfte zu erklären. Es ist einfach ein warmer, angenehmer Pflaumenduft. Und er ist auch gar nicht so aufdringlich. Also er ist jetzt nicht extrem intensiv oder so. Ich würde ihn sogar als relativ dezent bezeichnen. Aber ich muss dazu sagen, ich liebe es auch intensiv. Also bei uns stehen wirklich viele Lampen und da kommen auch wirklich, also wenn ich im Erdgeschoss die Düfte wechsle, den Wachs wechsle, dann ist eine Packung leer. Also ich mag das wirklich richtig intensiv. Dunkle Pflaume und wilde schwarze Johannisbeere verbinden sich mit süßem Apfel zu einer Versuchung, der sie nicht widerstehen können. Also ich nehme tatsächlich hauptsächlich die Pflaume wahr. Und wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr warmer, gemütlicher Duft. So, und dann haben wir noch den Velvet Moon. Der ist echt lecker. Also der hat mir sehr gefallen. Der geht aber in die frische Richtung, also eigentlich auch gar nicht meins. Frische Düfte mag ich eigentlich auch nicht so. Das hört sich gerade so an, wie wenn ich keine Düfte mag. Aber wie gesagt, bei mir ist süß, fruchtig, Zitrus, das ist so meine Welt. Aber der ist sehr, sehr lecker und sehr angenehm. Zarte Vanilleblüten und weißer Moschus leuchten hinter einer seidigen Schicht aus Nebel. Man nimmt wirklich die Vanille ganz dezent wahr, aber nicht als die typische Vanille, sondern wirklich einfach als würde da so ein Vanillehauch mitkommen. Und das ist wirklich auch ein sehr angenehmer Duft. Mit was könnte man den vergleichen? Pima Cotton geht ja mehr so in die frische Wäscherichtung. Aber der ist auch so frisch, der hat so einen frischen Hauch, aber eben durch dieses Vanille so weich angehaucht.
Gott, ich hoffe, ihr könnt euch überhaupt was drunter vorstellen. Aber der ist sehr gut. Also auch den hatte ich ja schon warm. Und wenn ihr euch, wie gesagt, ein eigenes Bild verschaffen wollt, schreibt mir eine E-Mail. Ich mache euch gerne ein Päckchen fertig. Ihr habt übrigens bei Sensi auch immer eine Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn ihr über meine Website bestellt und euch passt da irgendwas nicht, ihr seid da wirklich auf der sicheren Seite. Also ihr könnt euch jederzeit bei mir melden, wenn ihr unzufrieden seid, wenn euch Sachen nicht gefallen. Und ihr habt, wie gesagt, diese Zufriedenheitsgarantie und man findet da wirklich für alles eine Lösung. Wir haben einen Top-Support, der täglich für uns da ist und sich um diese Sachen kümmert. Das Einzige, was ihr dann eben machen müsst, ihr müsst euch bei mir melden. Aber wie gesagt, es gibt für alles eine Lösung. So, also, jetzt haben wir noch die 7 verbliebenen Düfte und die kenne ich, wie gesagt, noch nicht. Oh, ich glaube, da kommen schon welche, die mir nicht so zusagen. Also, wir nehmen jetzt mal einen, wo ich allein vom Namen her denke, dass der mir nicht gefällt. Sips of Cider. Der ist bestimmt würzig, könnte ich mir jetzt vorstellen. Oh nee. Falsch gedacht. Der ist gut. Der ist richtig gut. Wow. Okay. Na, geh doch raus. Okay, ich versuche gerade diesen Bar irgendwie aus der Packung zu bekommen, um noch ein bisschen mehr zu riechen. Der ist richtig gut. Ich rieche Orange oder Mandarine. Und der ist auch ein bisschen würzig, aber so angenehm. Der ist richtig gut. Der erinnert mich an diese getrockneten Orangenschalen, die man sich zur Deko immer so mit diesen Hölzern hinlegt. Der ist lecker. Lebhafte Blutorange, getränkt mit spritzigen Ingwer und Zimtstange. Die Zimtstange, genau. Die Zimtstange und die getrockneten Orangenschalen. Obwohl ich, wie gesagt, ja kein Zimt mag, aber das ist so dezent und so gut verarbeitet, dass der mir total gut gefällt. Und das ist jetzt einer, wo ich mir vorstellen könnte, wenn es jetzt Herbst wird und draußen fallen die Blätter und man bastelt schön gemütlich mit den Kindern, dass der in den Lampen liegt. Wisst ihr, das Schöne an den Düften ist ja, Düfte wecken Erinnerungen. Also das ist tatsächlich so. Wenn ihr etwas riecht, dann werden irgendwelche bestimmten Synapsen im Gehirn aktiviert und die rufen dann eben Erinnerungen hervor. Und ja, deswegen kann man bestimmte Düfte mit bestimmten Ereignissen, sage ich jetzt mal, verbinden. Und deswegen habe ich zum Beispiel ganz besondere Vorstellungen, was ich zum Beispiel im Herbst und an Weihnachten für Düfte in meinen Lampen haben will. Und ich finde es total schön, dass wir die Möglichkeit haben, durch diese Düfte das Ganze noch ein bisschen lebendiger zu machen. Also ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Und es sind ja nicht nur die Düfte, sondern wir haben ja auch wunderschöne Lampen. Was für mich nicht nur Duftlampen sind, sondern es ist einfach wunderschöne Deko. Und ja, ich finde, Sensi bietet einem einen enormen Mehrwert, weil es nicht nur die Gemütlichkeit ist, die man damit ins Haus bekommt, sondern einfach alles, was das eben so mit sich bringt. So, als nächstes nehmen wir den Frosted Vanilla. Und der ist auch sehr lecker. Also ich rieche auf jeden Fall auch was Minziges. Also es ist auch ein frischer Duft, ein frischerer Duft. Man nimmt das Vanille schön wahr. Den würde ich jetzt fast ein bisschen in die Richtung von dem Velvet Moon tintieren, dass die sich ein bisschen ähneln. Und ich rieche eben Minze. Minze und Vanille. Und die Duftbeschreibung ist ein Wunderland aus süßer Vanilleschote und Birkenrinde mit einem Hauch von frostiger Luft. Wahrscheinlich ist die frostige Luft die Minze, die ich rieche.
Es könnte aber auch die Birkenrinde sein, tatsächlich. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Duft, aber wie gesagt, in die frischere, kühlere Richtung. Aber auch der ist wirklich nicht schlecht. Also bis jetzt, wir haben jetzt 5 Stück. Und bei allen 5 Stück würde ich sagen, die sind alle gut und ich würde mir alle auch in die Lampe legen. Machen wir weiter mit Falling Apples. Das ist jetzt zum Beispiel wieder Original Mainz. Viele von euch kennen Johnny Appleseed. Also Johnny Appleseed hatten wir ja auch als Reiniger. Und ich hatte den auch eine Zeit lang im Club, den Bar. Und der ähnelt sich. Also das riecht nach Herbstäpfeln. Gibt's Herbstäpfel? Nach Herbstäpfeln, die man gerade frisch aufgeschnitten hat, wenn man so die Apfelspalten da liegen hat. Also es ist wirklich ein schöner Apfelduft, der auch eine leichte würzige Note hat. Also auch ein richtig, richtig schöner Herbstduft. Also jetzt gar nicht unbedingt für den Winter, sondern wirklich, ich sage jetzt mal, für die Monate, die jetzt kommen, September, Oktober, ist der wirklich toll. Machen Sie einen Spaziergang durch einen, was? Machen Sie einen Spaziergang durch einen Apfelhain. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Apfelhain, vielleicht ein Apfelgarten, der von knackigen Äpfeln, Eicheln und Ahornbäumen gesäumt ist. Also wie gesagt, ein sehr guter Herbstduft. Orchard Sunrise. Schauen wir mal. Okay, also er ist auch nicht schlecht. Ist auch würzig. Aber das ist jetzt auch einer, den müsste ich jetzt warm riechen. Also den muss ich jetzt tatsächlich erwärmen und muss gucken, gefällt er mir. Erinnert mich ein bisschen jetzt an den Sips of Cider, aber da gefällt mir der deutlich besser, weil der einfach ziemlich herb ist. Also der erinnert mich auch irgendwie an diese getrockneten Orangenschalen, aber der hat eine sehr herbe Note. Vielleicht ist da irgendwas Holziges mit drin, wir schauen mal. Frisch gepflückte Red Delicious und Harvest Honey Crisp Äpfel mit einem Hauch von Nelke. Also ich habe keine Ahnung, was das genau für Äpfel sind. Vielleicht diese grünen Äpfel, es gibt doch diese, aber die heißen glaube ich anders. Ich glaube, das sind diese Granny-Äpfel, die isst mein Papa immer. Also ich finde ihn würzig, ich finde ihn etwas herb. Apfel. Ich überlege gerade, ob der mich an einen Apfel erinnert. Also wenn dann an die großen grünen Äpfel. Es ist auf jeden Fall ein würziger Duft. Ein würzig-herber Duft. Mit einer minimalen Fruchtrichtung. So, weiter geht's mit Huckleberry Hideaway. Apropos Hideaway, uns verlässt ja Honeymoon Hideaway. Jetzt am 1. Also so ein toller Bestsellerduft. Der ist fruchtig süß mit einer säuerlichen Richtung. Heidelbeeren, Johannisbeeren. Aber gut. Sehr gut. Was mir gut gefällt, ist dieser säuerliche Touch, der in dem fruchtig-süßen mit drin ist. Wir hatten das auch bei, oh Gott, wie hieß er? Vanilla Blackberry oder, nee, Blackberry Vanilla hieß er. Das war ein Monatsduft und der war auch so, dass der so einen säuerlichen Touch hatte beim Schnuppern. Und der war warm, richtig lecker.
Frisch gepflückte Heidelbeeren, Bergveilchen und frische weiße Hölzer bilden den perfekten Rückzugsort. Also der ist auch wirklich gut. Ich bin bis jetzt echt positiv überrascht, weil ich wirklich dachte, dass die alle jetzt sehr würzig, zimtlastig sind, was jetzt eigentlich gar nicht der Fall ist. Also es sind schöne Herbstdüfte, aber nicht übermäßig überlastet. Diejenigen, die auf Zimt und Weihnachten und volle Gewürze stehen, die kommen aber natürlich auch auf ihre Kosten, denn da haben wir natürlich eine große Auswahl in unserem Herbst-Winter-Katalog, also keine Angst. Wir haben ja hier jetzt einfach nur die 10 Neuheiten und wir haben schon dann die puren Zimt- und Winterdüfte auch im Katalog. So, Pink Pine and Berry. Auf den bin ich sehr gespannt. Ich gehe mal ein bisschen nach den Farben. Ich brauche jetzt mal einen Schluck Kaffee. So. Ich habe gerade meinen Favoritenduft gefunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe noch einen hier liegen, aber der ist richtig, richtig gut. Na komm. Der ist richtig lecker. Der ist ein richtig schöner, süßer Duft. Ich rieche aber auch was leicht Holziges, Blumiges und Bäriges. Und die Mischung macht's. Der ist sehr, sehr lecker, sehr angenehm. Und es erinnert mich an irgendwas. Lavendel? Nee. Es riecht ein bisschen, wenn man länger hinriecht, als wenn man in irgendeinem Garten steht. Eine fruchtige Fantasie aus rosa Kiefer, verziert mit Winterjasmin und gefrorenen Winterbeeren. Der ist echt gut. Also der ist bis jetzt meine Nummer 1 hier in der ganzen Geschichte. Ich kann euch mal wieder ein bisschen so dann meine Favoriten raussuchen. Kann ich hier gleich ein bisschen sortieren. So, und dann haben wir zum Schluss noch White Amber and Silk. Das ist die Nummer 10. Der ist auch gut. Erinnert mich an was. Es ist ein sehr weicher, warmer, angenehmer Duft. Dieses Amber, was da drin ist. Warmes Amber und Bergamotte sind in beruhigende Baumwolle gehüllt und sorgen für einen sanften Ausklang. Also ich finde ihn richtig angenehm. Der hat einen leichten, süßlichen Hauch. Der ist richtig gut. Bin ich auch sehr gespannt, wie der warm ist. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich dachte jetzt wirklich, dass da jetzt nicht so meine Düfte dabei sind, aber sie sind echt gut. Und ich habe mir jetzt eigentlich 5 Stück rausgesucht, die ich sofort nachbestellen würde, die auch bei mir definitiv in die Lampen kommen, jetzt dann eben so, wenn der Herbst beginnt, so ab September. Und zwar ist es einmal Frosted Vanilla. Obwohl der so in diese frische, kalte Richtung geht, finde ich den echt gut. Den White Amber in Silk, den ich jetzt gerade hatte, den finde ich sehr interessant. Finde ich sehr weich, warm und angenehm. Also den kann ich mir zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer richtig schön vorstellen. Wobei es bei uns eigentlich so ist, dass auf einer Etage immer der gleiche Duft in allen Lampen ist. Falling Apples finde ich ist ein sehr schöner Herbstduft. Genauso wie der Sips of Cider. Der hat mich jetzt eigentlich am meisten überrascht, weil ich
allein durch den Namen eigentlich dachte, dass der wahnsinnig würzig und zimtig ist, aber der erinnert mich einfach wirklich an so eine ja, schöne warme Herbstdeko und da passt der perfekt mit dazu. Und der Pink Pine and Berry, das ist, der ist mega, wirklich. Die anderen fünf sind auch nicht schlecht. Da sind sie. Also die sind auch wirklich nicht schlecht. Es ist jetzt kein Duft dabei, wo ich wirklich sagen würde, oh nee, geht gar nicht. Ist keiner dabei. Also der Orchard Sunrise, das ist jetzt einer, den werde ich mal gucken, wie der warm ist. Aber es ist jetzt gar keiner dabei, wo ich sage, oh, geh weg damit. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten bei den letzten Saisonwechseln wirklich den ein oder anderen Duft, wo ich mir dachte, oh, um Gottes Willen, was ist denn das? Was ich zum Beispiel gar nicht riechen konnte, den ganz viele geliebt haben, war Cinnamon Vanilla. Der war sehr zimtlastig und ich kann mich noch erinnern, dass ich da letztes Jahr Pröbchen gegossen habe, weil es einfach ganz viele Menschen gibt, die diesen Duft geliebt haben und mir wurde der richtig schlecht. Also ich musste alles aufreißen, der war gar nicht meins. Aber wie gesagt, da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, der geht gar nicht. Es sind alles richtig schöne Herbstdüfte und ja, ihr könnt euch überraschen lassen. Ja, der neue Katalog kommt, die neue Saison kommt. Am 1.8. ist es soweit. Und wie gesagt, dann könnt ihr diese ganzen Düfte auch bestellen. Wenn ihr ein Sechser-Set nehmt, dann ist immer ein Duft gratis. Das heißt, ihr zahlt dann nur 5 und bekommt den sechsten geschenkt. Die könnt ihr ganz individuell zusammenstellen mit denen, die ihr möchtet. Ihr könntet jetzt auch 6 von der gleichen Sorte nehmen. Und genau die Website verlinke ich euch auch wie immer in der Infobox. Und genau, da findet ihr dann die ganzen Sachen ab 1. August. So, ich mache mich jetzt vielleicht noch ans nächste Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Und ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag.